Hallöchen. So, willkommen zum Teil 2. Wir machen uns Platinen selbst. Jetzt habe ich hier das Layout. Das muss ich ja jetzt irgendwie auf oder in die Platine bekommen. Einmal die Seite und einmal die Seite. Ich werde jetzt einmal auch die eine hier, das eine Layout, einmal auf Normalpapier drucken und mir dann die Platine da zurechtschneiden. Dafür sehen wir uns dann gleich woanders wieder. Nur um es einmal zu erklären. Ich druck das hier nachher so, dass ich glaube, das Backkupfer kann ich direkt so lassen. Und das Frontkupfer muss ich gespiegelt drucken. Ja, glaub ja, muss ich mir mal angucken, muss ich schauen, wie ich das nachher mache. Werden wir dann wiedersehen. Das drucke ich dann aber nicht auf Normalpapier, sondern auf Katalogpapier vom Reichelt-Katalog. Das hat einen Hintergrund, wieso, weshalb. Das erkläre ich dann später nochmal. Nur, damit ihr wisst, ich drucke mir jetzt erstmal auf Normalpapier aus, um die Platinengröße zu haben, um das zurechtzuschneiden und dann werde ich noch viel mehr erzählen. Aber das wäre jetzt der Teil hier, wo ich jetzt am PC zeige. Ich muss ja das Layout irgendwie auf die Platine oder in die Platine reinbekommen. Wie genau ich das mache, erkläre ich dann nachher, wenn ich die Platine soweit fertig habe und wie ich das genau mache. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich soweit bin. So, hier ist jetzt das Layout. Hier ist ein Stück Platine, die ist jetzt auch, das ist eine dünne, ich habe noch eine dicke, die werde ich aber nicht nehmen. Jetzt muss ich mir das hier anmarkern, wie breit und wie hoch, also so und so, und werde das dann da rausschneiden. Da werde ich natürlich ein bisschen größer machen, weil ich so ganz genau auf den Rand nicht hinkomme. Ihr werdet schon sehen, das ist halt eine zweiseitige. Man sieht das Kupfer. Und da fällt eine Sache flach, die ich machen könnte, wie ich das Layout hier drauf kriege. Das erzähle ich aber dann erst, wenn ich soweit bin. Ich werde das jetzt sicher fertig schneiden. Also anmarkern und dann zurechtschneiden. Und dann erzähle ich dann, wie ich das Layout da drauf kriege. Das darauf und da rein, vor allen Dingen, das muss ja da rein. Gut, also sehen wir uns dann wieder, wenn ich soweit bin. So, nun habe ich die Platine soweit zugeschnitten. Ja, man sieht, es ist ein bisschen krumm, das macht aber nichts. Und ich habe jetzt hier genau eine gerade Kante und da eine gerade Kante. Oder ist das die hier? Zumindest habe ich eine schöne gerade Kante. Und wenn ich die jetzt hier so anlege, genau an der Kante, dann ist es ein bisschen drüber auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein bisschen drüber. Aber ich brauche die zwei Kanten zum Anlegen. Wegen doppelseitig. Wenn ich jetzt einseitig hätte, wäre das nicht so wild, wenn das ein bisschen wenn das jetzt gerade so drauf passt, dann kann ich das draufhauen und gut ist. Aber wenn ich doppelseitig habe, brauche ich einen Bezugspunkt. Und dann nehme ich diese zwei Seiten. Wie ich das nachher genau mache, sage ich dann schon, wie ich das mache. Jetzt muss ich erstmal die Platine soweit vorbereiten hier. Und dazu gehe ich jetzt erstmal Küche oder Badezimmer, je nachdem. Und werde mit einem Topfschwamm, mit so einem Topf, nicht Edelstahlschwamm-Topfreiniger, sondern so ein Schwamm, der auf der einen Seite so ein raues Pad hat, beigehen und das hier einmal richtig schön sauber rubbeln. Funktioniert sehr gut, habe ich ausprobiert bei der, war das bei der hier? Ich glaube bei der hier, ja, hatte ich das gemacht. Das Kupfer wird hier oxidiert jetzt hier auch schon ein bisschen. Da hat das sehr gut funktioniert bei der hier.
bei der anderen, die ich da gemacht habe, bei der hier, habe ich es nicht gemacht. Das habe ich aber beim Ätzen auch gemerkt, dass das ein bisschen schwerer ging. Hier sieht man ja, ich habe da ja gekratzt, da war nämlich noch Kupfer drauf. Hier ist noch überall ein bisschen Kupfer drauf, teilweise. So kleine Sprenkel. Das ist, wenn ich die Platine nicht direkt sauber mache. Also nicht so sauber hinbekomme und noch auf irgendeiner Seite noch ein bisschen was drauf ist, dann ätzt das da eben ein bisschen schlechter. Die werde ich jetzt sauber machen gehen. Und dann muss ich aufpassen, dass ich sie, wenn ich sie sauber mache, nicht noch drauf tatsche. Gut, ich mache sie noch mit Aceton nachher auch noch sauber. Gehe ich auch noch mal drüber, nachdem ich da mit dem Schwamm und so weiter drüber war. Aber dann sehen wir uns da wieder, wenn ich die soweit erstmal mit dem Schwamm und das soweit fertig habe. Bis gleich. So, nun habe ich sie soweit fertig. Man sieht schon, das sind leichte Kratzer drauf. Hier auch. Das ist nicht so schlimm, das kann ruhig so sein. Ich habe leider keine so feinen Stahlwolle-Pads hier. Siehst du, habe ich vergessen, hätte ich ja mal mitbestellen können. Aber ich habe das jetzt erstmal soweit mit dem Schwamm gemacht. Und könnte mich verrückt halten, ich habe noch ein bisschen Zahnpasta dazu benutzt. Das ging noch ein bisschen besser. So, und jetzt gucke ich mir die Seiten hier an. Auf der einen Seite ist ja viel weg zu ätzen. Das ist die hier, die sieht schön sauber aus. Und bei der anderen, da ist ja nur ein bisschen was weg zu ätzen. Da werde ich die Seite nehmen, weil hier ist ja am Rand nämlich noch so ein, also so komische Sachen, die ich nicht wegkriege. Ob das jetzt irgendwas drauf ist oder was? Oder reingefressen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist da noch was dran. Wenn man das erkennen kann, ich glaube nicht. So, da so, ne? Da ist noch ein bisschen was drin und da am Rand auch. Muss man aber mal gucken. Wenn ich jetzt einseitige Platinen hätte, ich habe nur zweiseitiges Material, wäre das einfacher für einseitige Sachen. Bei einer einseitigen Platine, wo ich die andere Seite komplett wegätze, würde ich die Seite nehmen und hoffen, dass hier, wenn da was wegzuätzen wäre an den Stellen hier, dass das weggeht. Oder ich würde gucken, dass ich das hier, wo das Kupfer bleiben kann, eben da an den Stellen ist. Aber hier, die ist schön sauber und dann müsste die komplette Fläche, die komplette Kupferfläche, müsste ja dann weggeätzt werden. So, wie mache ich das jetzt? Wie kriege ich da jetzt eigentlich das Layout drauf? Und dazu benutze ich die Direkt-Toner-Methode. Das heißt, ich habe einen Laserdrucker, wo ich mir das ausdrucke, so wie hier. Leg die Platine da drauf und haue das durch meinen Laminator, den ich umgebaut habe, der 200 Grad oder was warm wird. 180 oder so Grad, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, wo ich den hingestellt habe. Und schmelze das hier auf. Und dann verbindet sich das hier auf der Platine. Aber nicht mit diesem Papier. Das ist ein Kunststoff. Das ist ein Kunststoffgranulat. Der Toner ist Kunststoff. Und das kann ich nochmal wieder heiß machen. Und dann geht das hier drüber. Aber nicht mit dem Papier. Hier ist es so fest drin. Dafür benutze ich... Halt mal die Platine beiseite. Anderes Papier. Ich habe ja gesagt... Katalogpapier. Wo habe ich ihn denn? Da. Katalogpapier von Reichelt. Das ist ein schönes, dünnes Papier. Das ist, wie soll man sagen, es ist nicht beschichtet, aber es ist eine sehr feine Struktur. Ich weiß nicht, wieso der hier so wunderbar funktioniert, dieses Papier. Das funktioniert wunderbar damit. Es gibt auch noch andere Papiere, die sind dann beschichtet. Damit funktioniert das auch. Aber das hier, den Katalog kriege ich umsonst. Ich habe schon den neuen für dieses Jahr. Wir haben ja jetzt ja das Jahr 2022. Naja, ist egal, aber ich nehme das Papier. Ich bedruck das mit dem Laserdrucker.
Und jetzt muss ich nochmal mit der Einstellung spielen. Ich glaube, das ist dünnes Papier. Muss ich gucken, dass ich das dünnste Papier, was der Laserdrucker kann, machen kann. Aber eine Warnung. Es gehen wohl nicht alle Laserdrucker. Ich habe jetzt den Brasa HL2035. Äquivalent ist der HL2030. Den Brasa HL. Damit geht das. Es gehen sehr viele Laserdrucker, die da mit denen das geht. Es gibt wohl einige, wo es nicht geht. Es gibt auch noch eine andere Methode. Und zwar gibt es noch fotobeschichtet. Die wäre dann zweiseitig mit einer Folie abgedeckt. Da wäre ein fotosensitiver Lack drauf, womit ich dann auch mit einem Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker, je nachdem, auf einer durchsichtigen Folie das Layout draufdrucke, dann hier drauflege, was in dem Sinne dann einfacher wäre wegen Positionieren, und damit UV-Licht belichte. Und alles, was belichtet wird, härtet aus, glaube ich, und bleibt bestehen und wird dann nicht weggeätzt. Glaube ich. Sonst müsstet ihr nochmal nachgoogeln, genau wie das funktioniert. Man kann natürlich auch dremeln. Ich könnte mir das Layout hier drauf dremeln, aber das ist bei dem hier ein bisschen schwer. Ich könnte auch mit einem Edding, wenn ich den jetzt hier gerade zur Hand hätte. Ich hatte ihn hier liegen. Gesehen hatte ich ihn heute schon, also egal. Mit einem Edding. Da gibt es einige Nummern, die sind säurefest. Könnte ich mir das auch selber malen. Ist jetzt mit dem auch schlecht. Ich könnte dann auch das in einen Plotter einspannen, der mit so einem Edding malt, und dann das drauf plotten. Wäre mit dem hier vielleicht noch möglich. Ich könnte es auch CNC fräsen. Je nachdem, wie fein der Fräser ist, wie gut die Maschine ist, könnte ich das sogar rau reinfräsen, das Layout. Also das, was weg soll, also alles, was jetzt hier weiß drauf ist, das wäre dann weg. Das könnte ich dann wegfräsen lassen. Dann gibt es Leute, die sind dann so schlau, die haben dann fotobeschichtete Platinen mit Laserdrucker direkt belichtet. Das ist ein UV-Laser, Ultraviolett, der das dann zahlenweise da so drauf haut. Oder die haben solche Platinen, so eine Abschnitte in selbstgebauten Trays, wo sie die dann erhitzen und dann direkt durch den Laserdrucker schicken, wo das dann direkt drauf emuliert wird, wie auch immer. Oder emulsiert wird oder wie auch immer, keine Ahnung. Es gibt so viele Methoden, aber ich benutze jetzt hier direkt Toner-Methode über Aufbügeln, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, bügeln. Du kannst mit einem Bügeleisen, kann man es auch machen, Layout draufpacken und drüber bügeln, das geht auch. Ich nehme aber meinen Laminator, den ich dafür extra umgebaut habe, der hat einen schönen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Fläche. Von der Platine schön heiß überall und kann das immer in einer Tour durchschieben. Das werde ich auch machen. Das werde ich nicht zeigen, wie ich das mit dem Laminator mache. Das dauert zu lange. Erstmal das Aufheizen dauert. Eigentlich ist er in 2 Minuten durch, dann ist er aufgeheizt. Aber ich lasse ihn ungefähr 10 Minuten laufen, dann ist er richtig schön durchgewärmt. Und dann jage ich die Platine durch mehrfach. Und dann werden wir uns wiedersehen. Ich werde das jetzt erstmal soweit fertig machen. Wenn ich das Layout hier drauf habe, es kann sein, dass ich dann sehe, wenn ich das dann abmache, das werde ich dann erklären, dass ich das vielleicht nochmal machen muss. Das ist nämlich noch möglich. Bevor ich sie ätze, kann ich dieses Layout nämlich nochmal draufhauen. Das ist das Gute bei dem Direkttoner. Mit Aceton kann ich das nämlich wieder runterwischen. Und dann kann ich es nochmal drauf bügeln. Das ist nicht so schlimm. Wenn ich das mit Fotobeschichteten mache und ich mache da einen Fehler, die Fotobeschichtung, die kriege ich dann nicht nochmal ersetzt. Es gibt zwar solche Sprays, womit ich das dann auch beschichten kann, dann muss ich es trocknen.
ist dann auch fotosensitiv, ist mir aber zu viel Aufwand. Da mache ich das lieber so. Papier habe ich genug, Toner habe ich auch genug und das geht wunderbar. Aceton habe ich auch genug da. Gut, dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich das Layout soweit da drauf habe. In Anführungsstrichen kommt noch ein kleiner Zwischenschritt. Aber wie gesagt, ich druck das jetzt erstmal aus auf dem Katalogpapier. Da muss ich noch eine Sache zu sagen. Bei zweiseitig lege ich die Papiere übereinander, dass das Layout einmal hier und das andere Layout auf der anderen Seite hier drauf, so dass ich die Platine zwischenpacken kann und muss das dann gegens Licht halten und ausrichten und dann gucken und machen. Das kriege ich off-cam nur hin, das kriege ich nicht mit der Kamera hin, tut mir leid. Zweiseitig ist echt ein bisschen komplizierter, es funktioniert, ist halt nur ein bisschen aufwendiger, aber das kriege ich jetzt bei der Platinart oder bei der Sache, die ich da mache, nicht anders hin mit zweiseitig. Ich habe wirklich geguckt und gemacht und versucht, das hier geht noch, das ging noch. Also das ging ja hier noch mit einseitig. Allerdings habe ich ja jetzt ein Display da drauf. Das wird jetzt auch noch geliefert, die Tage. Da geht das nicht mehr, weil das Display wieder von oben ist und das kriege ich nicht angelötet. Das ist bei solchen Sachen dann wieder ein bisschen komplizierter. Mit Mikrocontroller-Geschichte und alles. Das ist dann schon wieder eine Herausforderung. Aber es funktioniert, es geht. Ich werde das soweit erstmal fertig machen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Also für euch ist es gleich, für mich ist es erst in, ja, denk mal 2 Stunden oder so. Werde ich dann durch sein. Aber wir sehen uns gleich wieder. So, nun habe ich das Layout da so weit drauf gebügelt. Jetzt muss ich das Papier runterkriegen. Das kann ich jetzt aber nicht so einfach runterziehen, weil dann mache ich mir das kaputt. Das gehe ich jetzt in Wasser einweichen und dann rubbel ich das Papier runter. Aber ich glaube, ich habe schon gesehen, ich liege ein bisschen daneben. Das kann ich hier sehen. An dem einen Rand. Das scheint so ein bisschen durch. Es scheint nicht ganz exakt drauf zu sein. Das werde ich dann sehen. Ist dann aber auch nochmal eine kleine Kontrolle, ob das jetzt mit dem Layout im Programm auch übereinstimmt. Zur Not muss ich es halt neu machen. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist das Gute daran, wenn das jetzt fotobeschichtet wäre, wäre jetzt erstmal der Fotolack hinüber, wenn das nicht so geklappt hätte. Gut, ich werde das jetzt einweichen, dann werde ich das mal abrubbeln und dann gucken wir uns das nochmal an. Dann sehen wir uns wieder. So, nun habe ich das hier erstmal soweit. Ich habe es jetzt grob abgerubbelt. Da ist noch ein bisschen Papier drauf, weil ich schon gesehen habe, das passt nicht ganz. Vom Layout her passt es von beiden Seiten. Aber ich weiß nicht, ob man das sieht hier an dem einen Rand und dem anderen Rand. Das passt nicht. Das ist zu sehr verschoben. Hier ist es auch. Ist zu sehr. Das ist zu viel, das muss ich nochmal machen. Aber kann ich ja nochmal ein paar kleine Kleinigkeiten mal auf ein paar Sachen eingehen. Ich versuche mal drauf zu zoomen. Man sieht schon, ich versuche es mal zu zeigen, da ist was drauf. Und das Gute hier an dem ist, wenn ich da was habe, was zu viel ist, das lässt sich ganz leicht wegkratzen. Es ist aber fest. So, da habe ich gesehen, hier ist ein kleines Loch in der Leiterbahn. Wenn ich jetzt mein Edding hätte, kann ich die ein bisschen nachmalen. Ist nicht so schlimm. Aber da, wo was zu viel ist, kann ich leicht wegkratzen. Und da, wo zu wenig ist, da kann ich ein bisschen was hinmalen. Ich habe hier sicherlich wieder ein paar Löcherchen. Ja, hier sind überall leichte kleine Löcher drin in dem Schwarzen. Das kann ich auch ein bisschen übermalen. Ist nicht so schlimm. Besonders hier ist ein Loch.
da. Das ist nicht so schlimm. Was gut geklappt hat, wenn sie scharf schält, ne? Die dünnen Leiterbahnen hier. Die sind, glaube ich, 0,4 mm. Ich glaube, hätte ich auf 0,4. Ach, Kamera. Da, die hatte ich auf 0,4, glaube ich, der Rest ist 0,6. Die sind auch gut geworden. Das ist okay. Und was mir jetzt auffällt, ich muss noch mal ein bisschen die Bohrlöcher anpassen. Ich muss die ein bisschen kleiner machen. Dann habe ich ein bisschen mehr, kann ich das ein bisschen mehr centern mit einem Bohrer. So rutscht er mir dann weg, wenn ich jetzt hier so ein großes Loch habe. Hier diese kleinen, die sind schon wieder ganz, die sind ganz gut. Aber hier muss ich mal das Bohrloch, den Durchmesser ein bisschen ändern. So, aber das passt soweit. Da sind ein paar kleine Löcherchen drauf. Die Seite passt auch, die ist auch okay. Nur halt eben verschoben. Und das Gute ist daran, ein bisschen Klopapier, davon habe ich reichlich. Ist auch günstig. Nehme ich Aceton. Dann hau das da drauf. Wenn ich schon Fehler mache. Und mache das einfach wieder runter. Und schon ist es wieder weg. Ist zwar eine Sauerei hier mit dem Zeugs, aber es ist weg. Und Klopapier, ja, günstig und davon hat man reichlich. Los hier. Ja, ich habe hier in dem, habe ich nur ein ganz kleines Loch reingepiekt. Das ist ganz, ganz gut. So, einmal die Seite, die andere Seite, die löst sich auch schon. Muss ich dann nur noch schön sauber machen. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Und wie gesagt, bei einer fotobeschichteten Platine, wenn sich das verschoben hätte, wenn das nicht übereinander passt oder man Fehler gemacht hat, wenn man dann doch noch einen Fehler entdeckt, dann ja, ist die Platine so gesehen versaut. Und das ist mit Toner eben ganz gut. So, machen wir meine Tische nochmal wieder sauber. Und nicht zu viel mit Aceton an den Finger. Das Zeug ist ja nicht gerade schön an den Finger. Und hoch entzündlich. Also aufpassen. So, machen wir das nochmal. Machen wir die Platine schön sauber. Kommt immer noch Dreck runter. Aber es hat sich gut drauf gebraten, hat sich nichts abgelöst von dem Toner. Das ist die Hauptsache. Das Layout selbst war schön drauf. Das ist die Hauptsache. So, jetzt schiebt eine Finger hier nochmal ein bisschen. Die Finger sauber machen. Aber so kann ich das jetzt halt nochmal machen. Drucke ich halt nochmal aus, mache ich dann nochmal drauf und hoffe, dass es hinhaut. Wie gesagt, zweiseitig ist ein bisschen komplizierter als einseitig. Wenn das jetzt einseitig gewesen wäre, wäre das nicht so schlimm, wenn das leicht schief ist. Ich schneide das ja sowieso die Ränder dann noch ein bisschen zurecht oder schleife sie zurecht.
Ist aber nicht so schlimm. Man muss bloß im Hinterkopf haben, das hier ist jetzt schon gespiegelt. Wenn das gedruckt ist, das ist jetzt vom Layout her ungespiegelt gedruckt. Wäre aber die Draufsicht, also die Durchsicht durch die Platine. Die Platine würde jetzt hier oben drauf liegen. Und das ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen habe ich das nochmal kontrolliert, ob das passt. Es funktioniert wunderbar. Also ich mache das dann nochmal weiter. Mache ich dann jetzt eben so oft, wie ich es muss, bis es dann passt. Oder annähernd passt, weil hundertprozentig genau werde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Das wird sich wahrscheinlich um einen halben Millimeter oder so vielleicht dann doch noch verschieben. Obwohl ein halber Millimeter ist so viel, um 0,123 Millimeter, wenn sich das verschiebt, darum ist es nicht ganz so wild. Aber das eben war eindeutig ein bisschen zu viel. Darum mache ich es nochmal. Das kann man dann sehen. Das sieht man so. Deswegen sage ich ja auch, am besten ist, und das hat leider nicht ganz geklappt, zwei gerade Kanten haben, wo man das dann schön anlegt als Referenz. Und dann ist das gut. Die eine ist ja hier ein bisschen krumm und schief. Da kann ich das schlecht anlegen von beiden Seiten. Sowieso ein bisschen schwer. Ich kann auch nicht, wenn jetzt einer auf die Idee kommt, ja erst eine Seite drauf laminieren und dann auf die andere. Obwohl doch, das könnte ich sogar machen. Muss ich bloß die eine Seite mit Papier abdecken, sonst habe ich den Schmodder, der vielleicht im Laminator drin ist, mit auf der Platine. Ist nicht so schön. Das könnte ich auch noch versuchen. Das kann ich ja gleich mal versuchen, ob das so hinhaut. Wenn ich erst eine Seite ein-, zweimal durch, dann ist es ja erstmal fest und dann die andere Seite. Dann kann ich ja ordentlich rauflegen und dann auch reinschieben. Gut, wir sehen uns dann wieder, wenn ich das soweit fertig habe. So, nun habe ich das nochmal gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das sieht jetzt gut aus. Was mich aber irritiert, ist eine Kante. Oder? Ja. Hier ist eine Kante. Und hier ist eine Kante. Und da ist sie dran. Bis an die Dings. Bis ans Ende. Hier nicht. Das irritiert mich jetzt. Oben und unten passt in dem Sinne. Also, naja, von mir aus oben und unten. Da und da. So, ich versuche mal mit einem Dingschen nachzumessen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich mir das nicht kaputt kratze. Was habe ich hier? 1, und ein bisschen. Was habe ich hier? 1, wie jetzt, oh, mal gucke hier, oder 1 Inch, ne, 1 Millimeter. Hier auf dem Ende gucke, 1 Millimeter, und wenn ich hier gucke, auch 1 Millimeter. Es irritiert mich. Es irritiert mich echt. Also es ist wirklich vielleicht nur minimalst verschoben. Ja, hier ist jetzt noch Papier drauf. Das macht aber nichts. Ansonsten sieht sie gut aus. Ich würde es jetzt einfach riskieren und machen und versuchen. Mehr als schief gehen geht jetzt nicht. Also noch einmal will ich es jetzt nicht machen. Auch wenn ich jetzt wieder vergessen habe, die Bohrlöcher ein bisschen kleiner zu machen. Ja, macht aber nichts. Das geht auch so. Müsste so funktionieren. Sollte so funktionieren. Denke ich mir mal. So, ich habe hier schon mein Edding. Damit werde ich jetzt die kleine Fehlerchen im Dings hier wegmachen. Aber ich
wenn ich jetzt hier, ja, so ganz kleine Fehlerchen sehe ich, werde ich jetzt einfach übermalen. Das ist dann zum Beispiel hier die Ecke, da so ein bisschen, wo ein bisschen Kupfer drüber rauszusehen war. Und werde es dann einfach probieren. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die soweit fertig mache. Hier unten muss ich ein bisschen mehr malen, ist nicht so schlimm. Ich würde es jetzt einfach mal riskieren, weil sonst sieht es soweit gut aus. Achso, ich muss aber noch eine Sache gucken, ob ich das jetzt hier richtig rum habe. Nee, ist schon richtig rum. Ist doch richtig rum so. Ja. Doch, ist so richtig. Ja. SW5, SW4, SW3, 2, 1. Da sitzt das Display. Das IC kommt von unten rein. Doch, passt. Passt so. Ist okay. Ist okay so. Also würde ich es jetzt einfach probieren. Und dann würden wir uns wiedersehen, wenn ich soweit fertig bin. Also sehen wir uns nachher gleich wieder. So, jetzt seht ihr hier schon eine Dose. Das ist eine Fotoentwicklerdose. Die ist eben säurefest. Und ich werde sie jetzt ätzen mit Natriumpersulfat. Aber Achtung, dieses Zeug ist extrem, ja, na, gefährlich nicht, aber es macht extreme Flecken. Besonders bei schwarzen Sachen. Die werden dann so pink. Und ich habe einen guten Pullover. Da sind solche pinken Flecken drauf. Und ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind, weil ich habe den gar nicht da angehabt, wo ich damit rumgespielt habe. Wenn ihr sowas mit Natriumpersulfat macht, passt da extrem auf. Ich passe jetzt hier auch auf, dass ich mir hier nichts auf meine Klamotten packe und wenn, dann ist es so, scheiße ich drauf. Muss ich halt neue kaufen. Es gibt ja noch die Möglichkeit mit Eisen-3-Chlorid. Dieses braune Zeug. Das Zeug macht aber auch extreme Flecken. Anderer Art. Und das ist auch nicht so schön für die Umwelt. Ich weiß nicht, wie das Natriumpersulfat da ist, aber das ist nicht ganz so unverträglich für die Umwelt. Was habe ich hier? Habe ich hier Warnhinweise? Kann Brand verstärken, gesundheitlich verschlucken für so Hautrinnen, kann irgendwelche Hautrinnen für so schwere Augenreizung, bei Allergie, Asthma, kann Atem wehen. Ja, das Zeug kann auch halt brennen. Naja, so wie jedes Oxidationsmittel. Wie gesagt, passt da auf, wenn ihr mit dem Zeug hantiert. Ich habe hier noch eine Kunststoffpinzette, die habe ich mir 3D selbst gedruckt. Das passt. Das wird jetzt ja auch eine Weile dauern. Wenn ich die Flasche wieder mal aufkriegen würde. Oh, das ist schon. Nee. Gut, ich werde das soweit fertig ätzen und melde mich dann wieder. Bis gleich. Ach, und bevor ich es vergesse zu sagen, bewegt die Platine, außer ihr habt so eine Ätzküvette, wo dann Luft durchgeht, oder mit Luftblasen das durchgewirbelt wird, das macht ein bisschen gleichmäßiger. Wenn ihr jetzt einfach reinlegt und wartet, kann es sein, dass einige Sachen schon weggeätzt sind und andere Sachen noch nicht. Beim Ätzen halt ein bisschen bewegen. Je wärmer das ist, umso schneller geht es. Ich habe jetzt hier relativ kalt. Ich schätze mal so um die 20 Grad oder 25 Grad mit dem Wasser. Und da dauert das Ätzen ein wenig länger. Ich wollte einmal umdrehen. Jetzt habe ich hier geplempert ohne Ende. Verdammt. Ich habe was an den Händen. Jetzt muss ich das mal abwaschen gehen. Es könnte jetzt sein, dass ich mir wieder irgendwo Flecken gemacht habe.
her hier. Dass ich mir jetzt hier irgendwo wieder Flecken verursache. Auf meinen Klamotten, wenn da was hingekommen ist. Ja, ich sehe schon einen Tropfen. Ich habe jetzt hier ein Feuchttuch. Ich rubbel das mal gleich raus. Mal gucken. Hoffentlich funktioniert das. Wenn jetzt das T-Shirt irgendwas hat, das ist egal, das hat eh schon ein Loch. Aber wie gesagt, passt da auf. Ich sehe schon, dass es hier ätzt. Jetzt hängt sie fest. Komm her. Ja, am besten ist, ihr nehmt ein anderes Gefäß als das, was ich hier gerade nehme. Ja, ich versuche das mal vorsichtiger zu machen. So, und ich muss jetzt hier gucken, dass ich hier beide Seiten gleichmäßig mache. Gut, aber nur mal so am Rande, wenn ihr da mitarbeitet, passt auf. Passt echt auf. Kriegt ihr irgendwo was auf den Finger, auf der Haut, wascht das sofort ab. Das ist nicht schön, wenn das da drauf ist. Ich habe da ja gerade eben alles abgewaschen. Gut, ich mache das jetzt soweit fertig und dann, wenn es fertig ist, sehen wir uns dann wieder. Bis nachher. So, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es wird jetzt schon ja, eine Platine. Kuppe ist jetzt schon so gut wie weg. Ein bisschen ist noch. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist ein Massepunkt. Das ist nicht so schlimm, wenn da was überbleibt. Die Seite sieht schon gut aus. Da ist noch ein Punkt da hinten, der da nicht hingehört, der muss noch weg. Ich hoffe, das klappt, sonst muss ich den wegkratzen. Und da ist auch noch und da auch noch. Also es sind noch einige Stellen, die noch nicht weggeätzt sind. Die Seite sieht schon gut aus. Man sollte sie jetzt auch nicht zu lange drinnen lassen, weil dann fängt er an, unter die Beschichtung zu ätzen. Das fängt, macht er jetzt auch schon. Am ersten sind die dünnsten Leiterbahnen weg. Wenn man das zu lange macht und wenn das zu grob wäre. Da ist jetzt auch noch ein Punkt. Ich hoffe, die gehen jetzt noch weg. Ich muss noch mal gucken, bei mir hier ein bisschen mehr Licht. Die Seite ist gut, noch sieht es gut aus. Es ist bei so Platinmaterial, was jetzt nicht so hochwertig ist, sage ich mal so, das ist so ein 10 Kilo Paket gewesen von Pollin damals. Eventuell möglich, dass das passiert, dass man da ein paar Stellen hat. Gut, ich mache das soweit fertig und dann ja, melde ich mich nachher gleich wieder. So, nun habe ich sie soweit fertig. Also geätzt sieht sie gut aus. Es ist auch weggegangen, das was dann noch dran gewesen ist. Und es sieht sehr gut aus. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich hoffe, die Kamera schafft das. Es sieht relativ gut aus. Also ich kann jetzt nicht erkennen, dass das sich sehr verschoben hat. Das ist natürlich jetzt ein bisschen arg blöd zu sehen, aber so wie es aussieht, ist das relativ gut gegangen. Also ich sehe jetzt nicht, dass sich da das extrem verschoben hätte. Gut,
Von der anderen Seite kann ich auch noch mal. Ach so, vielleicht kann man es ja erkennen. Ich weiß es nicht. Ich mache mal hier das Licht, Umgebungslicht weg. Aber da, das meine ich. Da sind überall Löcher jetzt im Kupfer drinne. Wisst ihr auch warum? Weil das vom Toner her auch nicht ganz dicht war. Das meiste habe ich ja zugemacht. Das ist aber nicht so schlimm. Aber so fein könnte ich theoretisch ätzen. Theoretisch, mit dem Zeug. Wenn ich es wollte und das der Drucker könnte, könnte ich sehr feine Leiterbahnen machen und könnte sie auch wegätzen. Weil das Zeug ätzt auch wirklich feinste Löcher rein. Aber das ist okay so. Das ist nur eine Massefläche. Das passt schon. Ist okay. Also, die ist jetzt soweit fertig. Das wäre jetzt hier Teil 2. Der nächste Teil wäre dann bohren und bestücken. Und löten. Vielleicht kommt noch ein Zwischenteil. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Also ein Teil 2,5 und dann Teil 3. Schauen wir mal. Aber soweit wäre das jetzt fertig. Bohren und das kann ich heute nicht. Heute ist Sonntag. Das ist zu laut. Das mache ich dann morgen am Montag oder am Dienstag. Also sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Tschüssi.